Grüße dich, mein Engel. Heute dein Thema, die Angst, alleine zu sterben, ohne Partner und Familie. Die gucken wir uns jetzt an, mein Fernseher, meine Leute und ich, und wir schauen, was wir machen können, wo wir wieder eine Schicht abtragen können, damit du dich mit dir noch mehr wohler und im Reinen fühlst, mein Engelchen. So, jetzt gucken wir mal in den Fernseher. Ja, ja, ja. Dein ganzes Gesicht ist total verzerrt. Du kannst gar nicht gerade gucken, du kannst gar nicht in den Fokus deines Seins gucken, weil da nur eine verzerrte Rudelfratze ist, auf Deutsch gesagt. Es ist wie, als wenn einer dein Gesicht nimmt und es komplett auseinanderzieht und du daraufhin natürlich die verzogene Sichtweise hast. Halleluja. 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 Du übergibst anderen Macht, wie du die Dinge zu sehen hast und wahrzuleben hast. Du hast abgegeben. Und das schon vor ganz langer Zeit. Andere müssen machen, andere müssen richten, andere müssen gerade stellen. Nur ich will nicht machen, weil ich will nicht erwachsen sein und ich will keine Verantwortung übernehmen. Weil für dich heißt Verantwortung übernehmen, ist es ganz schrecklich und ganz furchtbar und dann passieren furchtbare Dinge und das schaffe ich nicht. Es ist immer mit Drama, mit Schmerz und mit Kummer verbunden, weil du es so in früheren Leben und früheren Äonen erlebt hast, Erna Poperna. Nun ist es aber nun mal so, dass wir im Jahre 2024 sind, in dieser Äonenzeit, und das hat nicht mehr mit 1800, 1700, 1600 oder was auch immer zu tun. Verstehst du, was ich meine? Dein Körper erzählt dir, so und so muss es sein, so und so ist es richtig. Wenn wir für uns einstehen, wenn wir den Mund aufmachen, wenn wir Nein sagen, wenn wir unsere Sachen packen und gehen, dann werden wir getötet, zerstört, umgebracht und uns wird all unser Hab und Gut weggenommen. Wieder Past Life Memory. Weil das ist die Angst, wenn ich allein bin, dann sterbe ich ohne Familie, ohne Partner, ist die Angst, ohne dass die Familiencommunity, ohne das Familienkollektiv, das Ahnenkollektiv, da stirbt man. Erna Poperna, wir haben darüber schon Videos gemacht, meine Leute und ich. Past Life Memories. Sobald wir nicht machen, was die Familie will, wird man rausgeworfen und im Wald alleine wirst du getötet. Fressen dich die Tiere auf, erfrierst du, was auch immer, erstickst du, keine Ahnung. Es ist nicht dieses Leben. Du musst deinem Körper, und das ist deine Aufgabe, immer wieder die Worte sagen, lieber Körper, Punkt, 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 also deinen Namen sagen, Körpernamen, Seelenavatar, es ist nur Past Life Memories. Alles PLM, du kannst das loslassen, wir sind hier jetzt und heute sicher, wenn wir mit unseren süßen Kackstelzen das sogenannte Trauterheim, das Familienzimmer verlassen. Himmel, Herrgott und Zuhinet, die Vergangenheit hat dich komplett unter Kontrolle, hat komplette Macht über dich, mein Schatz. Halleluja, aber es löst sich schon auf in dem Moment, weil ich es jetzt in Worte gefasst habe und es dir genannt habe. Halleluja, mein Schatz. Halleluja. Alle Lügen, Märchen, Erfindungen, Separation, Projektion und Schlussfolgerung, die du hast mit der Familie, mit der Partnerschaft, mit deinem Junior, mit deinen Eltern, mit deinen Großeltern, mit einfach allen, ob männliche oder weibliche Ahnenreihe, wie es zu sein hat, wenn man die Familie lässt, dass man dann automatisch sterben muss, weil es gibt ja gar keine andere Möglichkeit, keinen anderen Weg. Es geht ja nur eine Richtung. Meine Güte. Das nennt man Scheuklappendenken, weil es geht nur da lang, engstirnig und so weiter und so fort. Hey, was wäre, wenn du mit deinem Kacker die Erste bist, die das Ahnenkollektiv aufbricht, in Anführungsstrichen, und ihnen zeigt, welche Möglichkeiten denn noch sind, ob man wirklich weiter diesen Weg der Angst gehen muss. Halleluja, die astralen ätherischen Bänder von dir zu jedem Vorgänger von dir, der dich versucht, in dem Drama zu halten, die Verstrickungen, die du mit den Ahnen hast und die dich
im Ahnenkonstrukt festhalten, sprich auch in der Angst, im Drama. Alles, was das ist, was das war, was das sein könnte. Davor, dahinter, darüber, darunter, daneben, durch alle Seinsformen, durch alle Leben. Die Separation, Projektion und Schlussfolgerung. Von wem, von wann, wodurch, weshalb auch immer. Der schwarz-weiß- und buntmagische Scheiß, das elektromagnetisch, biochemische und infoenergetische an Abprägungen und alles, was da noch reinschlägt, auch wenn ich es nicht erwähnt habe, zerstören, löschen, umkehren, eliminieren, entmachten, kündigen auf, schwören ab, annullieren wir durch alle Dimensionen, Realitäten, Lebenszeiten, Inkarnationen, Multi-Universum und Zeitzonen und geben es zurück an die Ursprünge mit Bewusstsein. Halleluja. Das sitzt hier vorne. Boah, Mädel. Sowas von Ängste und ich brachiale Gewalt. Ich halte daran fest an dem Brett vor dem Kopf. Das kann nur so sein, wenn ich was mache, dass das und das passiert. Halleluja. Halleluja. Jetzt kommt wie grauer Eiter aus dem Brett. Das jetzt platzt raus aus den Rissen. Halleluja. 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 Die Nase geht auf, der Fokus geht auf. Halleluja. Und jetzt wird es ruhiger auf dem Herzchakra. Halleluja. Alles verschwindet aus deinem Feld. Dein Feld wird gereinigt. Lächeln. Dankbarkeit. Die Last deiner Seele. Das Ahnenkollektiv loslassen. Du musst den Karren nicht mehr aus dem Dreck ziehen, Engel. Ich reinige jetzt die Kiemen, sprich deinen Fokus. Neuer Fokus, neue Sichtweise. Deine Süchte loslassen. Es bleibt dabei. Die Süchte hauen dich immer aus deiner Mitte heraus. Weil die Süchte sind Entitäten, die über dich ihre Süchte spüren und leben wollen. Weil sie keinen Körper mehr haben, doggen die sich bei dir an und dann bringen die dich immer wieder dazu, weil sie dann über deinen Körper wieder diesen Suchthype haben. Verstehst du, du musst die Eier haben, irgendwann aus deinem Gefängnis, selbstgewählten Suchtgefängnis auszubrechen. Geht nicht anders, Engelchen. Weil das hier, was ich mache, ist immer nur dir den Weg zeigen, den Weg reinigen, dass du ihn jetzt gehen kannst. Den Arsch musst du alleine haben. Raus aus deiner Pizza-Pommes-Mayo-Couch-Ebene und zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal einen neuen Weg. Weil das, was meine Ahnen gemacht haben, ist jetzt hier und heute nicht mehr meins. Nur Dinge dauern nun mal so lange, wie sie dauern. Wenn du noch meinst, 10, 20 Jahre durchzuhalten und durchmachen zu wollen, dann ist das so. Aber der Endeffekt, das Endresultat bleibt. Du musst deinen Arsch alleine von der Pizza Pommes Mayo Couch hochhieven und dann sagen, okay, jetzt bin ich dran, jetzt ist es Zeit, jetzt gehe ich. Halleluja. Und wenn du eben noch sagst, naja, ich bleibe jetzt noch 10 Jahre hier, bis Junior dann erwachsen ist und das Land verlässt, das Haus verlässt, die Zone verlässt, was auch immer, ja und dann gehe ich, ja dann ist es so. Immer mehr Dreck, immer mehr Last, immer mehr Mist fällt von deinem Feld ab, von deinem Sein ab, mein Engel. Halleluja. Halleluja. Dankbarkeit und Frieden wird eingeschwungen. Halleluja. Und weißer Heilnebel reinigt das Herzchakra aus.
Zwink am Halschakra. Was willst du nicht aussprechen? Was willst du nicht sagen, weil du Angst hast vor den Konsequenzen? Sprich Ärger. Ha. Bin ich jetzt entspannt? Der weiße Heilnebel hüllt dich jetzt komplett ein. Hinlegen und schlafen. Halleluja. Jetzt bist du schön eingelullt, eingemummelt, deinen Kopf gerade gerückt, deinen Hals gestützt, damit der nicht wieder abbrechen kann oder umknicken kann. Herzchakra ist geschützt. Und jetzt ist erstmal nur mal tief ein- und ausatmen und sich erholen, Engelchen. Weil diese ganzen Entitäten jetzt aus deinem Feld weg sind. So lange, bis du wieder sagst, ich brauche jetzt den nächsten Faktor an. Alohol und Co. Halleluja. Ach, Kinders. Danke dir von Herzen, Engelchen. War wieder mal ein intensives Kopfwaschen. Guck dir deine Videos immer wieder an nach Bauchgefühl, damit du peu à peu à peu immer wieder Schritt für Schritt die Treppe nach oben gehen kannst und dadurch wieder was loslässt, wo dich irgendwer irgendwas in dem Drama und der Sucht festhalten will. Und irgendwann, weißt du, bist du so leicht, dass du die letzten Stufen so in Leichtigkeit mit deinem süßen Arschtittenmuschi-Gedöns nach oben in die neue Ebene, in die neue Frequenz gehen kannst. Es ist, wie es ist. Ich umarme dich, ich liebe dich, ich danke dir, mein Schatz. Mach's gut.